Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elex. Im letzten Part haben wir ein bisschen die Regeln hier verinnerlicht und haben dann mit diesem netten Herren hier geredet, der irgendwas von einem großen Fahrstuhl brabbelte. Ich habe noch keinen großen Fahrstuhl gefunden, aber wir schauen mal, ob wir den auch noch finden. Da waren wir eben noch kurz hier bei dem Händler und haben uns mal die Waffenauswahl angeschaut und nun geht das hier munter weiter. Guten Tag, wer sind Sie denn hier? Ich hab zu tun. Ja, ich kenne das, ich habe auch zu tun, aber ich rede halt nicht so viel drüber, ne? Wobei, das stimmt nicht, ich rede eigentlich ganz viel drüber. Okay, was ist das? Wahrscheinlich eine Feuerstelle, aber die wurde schon länger nicht mehr benutzt, weil es so viel Grün drumherum. Normalerweise in dem Bereich, wo man feuert, da ist ja dann in der Regel, ist dann da auch, guck mal, den dürfen wir sogar mitnehmen. Der ist nicht, das ist nicht verboten, auch der Goldbrocken ist hier zur freien Verfügung, ne? Was draußen rumliegt, darf mitgenommen werden. Gut. Mir fallen sogar so Blätter runter und so. Aber sieht schon nicht schlecht aus, ne? Will nichts sagen. Gehen wir erstmal weiter. Aber ist auch echt ein großes Lager. Kannst nichts sagen. Ich muss mir etwas trinken, meine Lieben. Weiter geht's. Was ist das denn hier Ekliges? Leute, ich glaube, ihr habt ein Ungezieferproblem. Vielleicht ein bisschen zu viel Mana in den Boden reingepumpt, ne? Will nichts sagen. Hallo? So, hier geht's irgendwo lang. Da gehen wir gleich lang. Vorher schauen wir nochmal in diese Richtung. Wen haben wir hier? Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Ich wollte auch nicht stören, ne? Lasst mal... Oh, hier eine Schmiede offensichtlich. Da nehmen wir lieber nix mit. Rüstschmied. Ach du... Also. Er ist schon wieder. Deswegen, ich habe mich mal vorhin so verwirrt, ich sollte seine Hämmer und sowas hier nicht anfassen, aber... Er war gar nicht in seiner Schmiede. Er stand halt unten irgendwo rum. Wahrscheinlich auch mal Pause gemacht. Oh, hier ist sogar ein Teleporter. Zack. Teleport-Schmiede. Da geht's auf jeden Fall gleich weiter. Jetzt gucken wir aber erstmal hier, weil hier scheint ein weiteres Tor zu sein. Das ist wahrscheinlich das, wo die andere Wache rumsteht. Irgendwo gab es ja nur so eine Wache statt zwei. Mit denen schnacken wir auch gleich mal. Aber jetzt gucken wir erstmal nochmal hier. Wo wird hier hingezielt? Mhm. Falls jemand kommt, kannst du halt direkt hier auf der Kreuzung ballern, ne? Gut. Dann schnappen wir mal mit ihm hier unten. Einen. Oh, was war das? Magnesiumfackel? Die nehme ich mal eben mit. Du brauchst sie ja nicht. Die liegt ja hier einfach nur rum an den Sandsäcken. Guten Tag. Lass mich. Okay. Hier ist ein Vieh. Ich habe schon so lange nicht mehr gehauen. Ich muss mal eben ein Vieh umbringen. Um zu gucken, ob ich das noch kann. Achtung, der hat das irgendwie so ein... Dies abwehren so und rollen geht so, okay. Ja, wir kriegen das auch rauf, ne? Also so Kampferfahrung haben wir noch gar keine gesammelt. Außer das, wo wir zum zweiten Mal wenn wir so rumgelaufen sind. Ist das ein Panzer dort? Eben kurz gucken, was das ist. Einfach nur aus Neugierde. Keine Sorge, wir quatschen uns erst durch das Dorf. Ist immer sinnig, so einen Ort erst einmal zu erkunden und dann kann man halt schön die ganzen Quests abarbeiten. Ja, guck mal hier, ist ein kaputter Panzer. Das Rohr ist auf jeden Fall zerballert. Da geht, glaube ich, nichts mehr. Der ist hinüber. Aber hier sind noch Kisten. Oh oh. Oh je. Du siehst mir zu aggro aus. Hau mal ab, du. Ich habe hier keinen Bock auf Stress. Ich muss erstmal krass werden. Und dann, wenn ich krass bin, können wir uns beulen. Versprochen. Wo gehen wir lieber wieder? Das ist mir zu gefährlich. So. Hallo, hallo. Du bist also nicht die Wache, die ich suche. Irgendeine Wache muss ich befragen, wo der andere Typ hin ist. Aber dann gehen wir jetzt erstmal da hoch. Da kann ja nicht mehr so viel sein. Irgendwo muss der Obermotz auf jeden Fall noch rumhängen. Er wohnt irgendwie ein bisschen... Spannend, das könnte ja hier sein. Hier hat er auf jeden Fall seine eigenen Flaggen und einen kleinen Mini-Burggraben. Kommst natürlich dann auch nicht so einfach ran. Mal sehen, wo sind wir denn hier? Ist das alles noch Lager oder bin ich jetzt wieder rausgelaufen? Weil wenn ich jetzt wieder draußen bin, das sieht doch aus, als wäre hier auch schon gleich wieder der Panzer. Jetzt bin ich doch außerhalb, oder nicht? Ja klar. Okay, da ist nicht mal eine Wache.
Da kannst du einfach so rein und rauslaufen. Hast du unsere krasse Befestigung gesehen? Da kommt niemand rein und raus. Das ist super sicher. Da brauchst du dir gar keinen Kopf machen. Außer durch die Seitentür, wo niemand steht. Da kommt jeder rein und raus. Aber hey, das muss ja keiner wissen, ne? Richtig krasse Befestigung haben wir hier. So, moin, wer bist du denn? Ich habe gerade keine Zeit. Alles klar. Hast du gesehen, dass hinten die eine Tür offen ist? Ich sag's nur nochmal, ne? Jetzt gehen wir mal diesen Befestigungswall entlang. Kann man hier auch mal gerade gucken. Hier noch irgendwas ist. Man kann hier auf jeden Fall auch noch hoch. Man muss auf jeden Fall sich erstmal ein bisschen daran gewöhnen, dass man jetzt auch so krass vertikal halt erkunden kann. Durch das Jetpack, ne? Das eröffnet einem halt doch ziemlich üble Möglichkeiten, die man von den vorherigen Spielen jetzt nicht unbedingt gewohnt war. Da musst du erstmal dran denken. Wurde mir schon direkt auch gerade von Chris wieder unter die Nase gerieben. Just auf meiner Uhr habe ich den Kommentar gelesen, dass ich ja direkt innerhalb der ersten 14 Minuten die erste Tür übersehen habe. Läuft. Grüße gehen raus an Chris. Ich sage euch, wir werden noch einiges übersehen. Aber keine Sorge, wir werden auf jeden Fall das Anfangsgebiet und so noch gründlich erkunden. Also ich wollte jetzt nur erstmal hier die erste Siedlung finden. Dann haben wir schon mal Teleporter und so weiter. Haben die ersten Quests angenommen. Und ich weiß auf jeden Fall noch, damals, als ich das erste Mal gedaddelt habe, dass es durchaus sinnig ist, sich direkt einen Begleiter zu holen. Es wurde ja von dieser Blechdose gesprochen, die gegebenenfalls mit uns den Absturz überlebt hat. Und das sollten wir am besten als erstes machen, denn wie ihr das ja auch schon kennt, ist es in der Regel immer gut, wenn man in Piranha Bytes Games nicht alleine unterwegs ist und irgendjemand hat, der so ein bisschen Aggro auf sich zieht, ne? Das schadet meistens nie. Boah, ich habe mir hier gerade so einen richtig schönen Eistee gemacht, Leute. Richtig nice. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen das Camp verlassen. Kann das sein? Weil jetzt sind wir hier irgendwie bei so einem alten Gebäude. Gehört das noch dazu? Wohnt hier der Obermotz? Hau mal ab. Hier habe ich so eine Fliege, die mir gerade hardcore auf den Sack geht. Ja, sieht aus, als könnte hier... Das könnte die Villa des Chefs sein. War hier... Metallschrott, den nehme ich doch gern mal. Die mache ich auch platt. Das könnte so erstmal unser Zuhause sein von Anfang, ne? Zwar kein Dach über dem Kopf, aber hier gibt es ein Bett und Essen gibt es auch. Und immerhin eine Matratze, ist nicht so ganz ungemütlich. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wir gucken uns das gleich nochmal von oben im Detail an. Hotelruine Goliath. Ah, deswegen. Das ist also das Goliath. Dann tun wir mal so, als würden wir das ganz regulär entdecken, indem wir hier hochlatschen. Wo ist denn das jetzt? Ah, guck mal, hier unten wäre es gewesen. Hier ist... Letzter Wurf. Wir gehen ja, wollen ja alles erkunden. Hier ist der Mana-Schrein. Ah ja, dann bin ich nämlich erstmal weitergelatscht. Dann bin ich erstmal hier lang gelaufen. Genau, Richtung Mana-Schrein. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Haben wir hier hinten denn schon? Das kommt mir vertraut vor. Hier haben sich doch die beiden unterhalten. Genau, hier ist die Heilerfrau. Mit ihren Kräutersüden. Kräuter so? Kräutersuden. Was ist denn die Mehrzahl von Sud? Sudi? Kräutersudi. Passt schon. Oh, gehen wir mal hier hoch, ne? Hallo, guten Tag. Auf jeden Fall, ich habe mir hier so einen Tee aufgebrüht heute Morgen. Bin ja ein cleverer Boy. Den habe ich dann erkalten lassen und habe den dann abgefüllt und in den Kühlschrank gestellt. Und ich habe so eine neue Eiswürfelform, mit der man so gigantomatisch riesige Eiswürfel machen kann. Jetzt habe ich mir diesen kalten Tee aus dem Kühlschrank rausgeholt, zwei von diesen riesen Eiswürfeln reingetan und es ist bei den aktuell herrschenden Temperaturen gerade ein absoluter Hochgenuss, diesen kalten Früchtetee zu trinken. Ohne Zucker und so, einfach nur ganz normal Tee. Ungesüßt. Wir nehmen hier erstmal nichts mit, also klauen, wie gesagt, erstmal noch nicht. Ich will ja nicht gleich gegen die Regeln verstößen. Wir haben zwar schon ein bisschen was geklaut, aber der hat keiner gesehen. Ich kann jetzt nicht. Ja, du bist ja am Reparieren, ne? Ja, mach mal weiter, du. Ich will gar nicht stören bei deiner schweren Arbeit hier. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Die Nachtwache. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob es hier gut geht. Oh. Wer ist denn da? Noch eine Wache? Wer ist denn hier drinne? Hier ist Cormac. Den Namen habe ich doch auch schon mal gehört. Hi, Cormac. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen, auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps.
Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Da hast du recht. Was erzählt man sich denn so hier über mich? Also wird jetzt schon, ich bin ja gerade erst angekommen und die sind jetzt ist das Dorf hier schon am Tratschen über mich oder was? Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung. Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur krieg das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Du scheinst jetzt ja hier nicht so niemand zu sein. Du hast wohl eine etwas wichtigere Rolle, kann das sein? Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das ich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Wie stehst du denn zu den Gesetzen? Ich habe die jetzt extra auswendig gelernt. Jetzt sag mir nicht, dass sie Humbug sind, ja? Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Ah, also dann werde ich mich wohl dem Hammerclan... Wenn, dann dem Hammerclan, ne? Wieso geht euch das Gesetz zu weit? Was genau, wo schränkt es euch denn ein? Wieso geht euch das Gesetz zu weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärkten Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Genau, eine Gemeinschaft, die zusammenhält, ne? Gibt es Probleme zwischen den Clans? Also ihr seht, diese Berserker sind halt in verschiedenen Clans aufgeteilt. Wir haben die Krähen, wir haben den Hammerclan. Gibt es da irgendwie ein bisschen Spannungen? Ist da irgendwas los? Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Was sind das für Leute? Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clan-Mitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Und Äxten und so, ne? Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Ich könnte ja mal ein bisschen Hilfe anbieten, ne? Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Kenn mich ja nicht. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldo reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Okay, ja, mach ich doch gerne. Hast du sonst noch was zu sagen? Bring mir mal was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Ich will nur gucken, was er hat. Er kann Nahkampfwaffen, erhöht die von dir ausgeteilten Nahkampfschaden mit jeder Stufe. Angriffsstärke, erhöht die Wucht der Schläge mit jeder Stufe. Paradestärke, Wuchtschlag, erhöht den Schaden deiner Spezialattacke. Paradestärke, lässt sich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln. Es gibt irgendwas, wo mir dann jeder weitere Schlag irgendwie mehr Schaden macht oder sowas. Da soll ich drauf achten. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Sagte der gute Meinungen TV. Und ihr wisst ja, auf eure Tipps und Tricks höre ich immer wieder gern. Scheut euch also nicht. Bitte, bitte, bitte fleißig ruhig kommentieren. Der Fuchs, ihr wisst das doch. Ich brauche immer ein bisschen Hilfe bei Piranha Bytes spielen. Aber ey, nachdem ich mit euch Gothic und so alles durchgespielt habe und alles gelernt habe, wie die Kampfsysteme funktionieren und so weiter, bin ich voller Zuversicht, dass wir auch Elex meistern.
Also ich muss noch kurz erzählen, dass ich es damals halt solo durchgespielt habe. War es eine absolute Katastrophe. Ich bin auch auf Nahkampf gegangen, weil ich damals einfach gerne mit Waffen rumgefummelt habe. Inzwischen würde ich wahrscheinlich heute Fernkampf oder Magie sogar wählen. Und es war eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe so auf eine Moppe gekriegt, das ging gar nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob wir es gemeinsam schaffen, dass ich hier solide durchkomme. Duras! Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Nicht unbedingt, aber ich bin mir nicht sicher. Was hast du denn anzubieten? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ja. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde denn ermordet? Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Das glaube ich wohl. Warum willst du unbedingt meine Hilfe haben? Kann dir nicht irgendeiner... Du kennst mich ja noch nicht so und ich bin ja noch kein Berserker, ne? Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Verstehe. Hast du schon irgendeinen Verdacht, wer es getan haben könnte? Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Ich werde den Mörder finden. Wir können auch ruhig zusammen... Ich habe sehr viel von Dusen gehört und so weiter. Ich bin da ein bisschen im Game, ne? Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Okay. Du kommst also nicht mit, ja? Zahn um Zahn. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Okay. Wer sind denn hier die Verdächtigen? Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abesser auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind da noch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Verstehe. Wie sieht die Strategie aus? Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann... keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Und dann, weiß ich jetzt auch nicht. Wie steht es um deine Kampfkraft? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Okay. Du brauchst jetzt aber nicht mehr... Hab ich den jetzt mitgenommen oder was? Kommt der jetzt mit? Nee. Aber er ist auf jeden Fall bereit. Also wenn er wollen würde, wäre er bereit. Das ist schon mal gut. Waren wir hier schon drin? Ja, okay, waren wir doch. Gut, dann gehen wir jetzt mal in das alte Hotel. Da scheint also der Obermotz aktuell drinnen zu hausen. Darf ich nochmal erwähnen, dass ich den Regen an sich echt ganz hübsch finde? Es sieht eigentlich ganz gelungen aus. Bevor wir direkt reingehen, ihr kennt das Spiel. Wir schauen uns natürlich erstmal drumherum um, ob bei dieser alten Ruine noch Zeug liegt. Hier kann man rein. Da gehen wir aber gleich regulär rein. Ja, Hahn ist doch gut. Oh, hier. Müsste das nicht eigentlich umgedreht sein? Na egal, müssen die ja wissen. Meine Lieben, der Hahn, er ist am Krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal ganz klar einen ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch bitte wie immer entsprechende Däumlein da.
Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.